Hallo, ich bin Christel van Dieken. Wir haben vor 2 Tagen einen kurzen Clip aufgenommen mit Susanne. Susanne ist Erzieherin in einer Kita bei Kinderwelt Hamburg. Und sie hat uns etwas erzählt über ein kleines Projekt, was sie mit Kindern gemacht hat zum Thema Linien. Und ich erzähle jetzt einmal kurz, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Ich habe ein Seminar gemacht. Da ging es um das Thema, was mache ich, wenn ich Fachkraft im Atelier bin? Was bedeutet ästhetische Bildung? Wie kann an diesem Thema mit ganz einfachen Mitteln gearbeitet werden? Die Idee dabei war, sich anzulehnen an einem Satz, den Paul Klee gesagt hat. Der hat gesagt, kein Tag ohne Linie. Und wir sind dann also losgegangen und haben uns Hamburg, die Umgebung von dem Fortbildungsort, wo wir waren, unter dem Aspekt von Linie angeschaut und haben gesammelt Eindrücke und reale Linien auch. Und Susanne hat das offensichtlich so gepackt, dass sie gedacht hat, da kann ich jetzt gar nicht mehr bis Montag warten, weil das Seminar war nämlich am Freitag zu Ende. Und sie ist dann am Freitag noch in die Kita gegangen und was sie da gemacht hat, das zeigt euch jetzt der folgende Clip. Hallo! Na? Das freut mich total. Schön, Hat das geklappt mit dem Stick? Ja, hab ich dabei. Hast du mitgebracht? Jo. Okay, Susanne, hier sieht man ja schon das Motto des Ganzen. Mhm. Hast du das im Seminar fotografiert, oder? Das ist bei mir im Atelier, in der Kita. Und okay. Habe ich so als Einstieg gedacht für die Eltern, dass die wissen, was jetzt in dieser Woche stattfindet. Denn wir haben am Wochenende mit einem Kollegen zusammen, habe ich in der gesamten Kita aus Kreppklebeband Linien geklebt. Aha. Mein Wunsch war einfach, dass ich von dieser Fortbildung so viel mitgenommen habe, das musste ich unbedingt umsetzen. Und ich habe gedacht, ich wollte das ganze Haus mitnehmen. Mhm. Ich wollte nicht nur für mich im Atelier, im Kleinen dort mit den Kindern etwas machen, was nicht nach draußen transportiert wird, sondern ich wollte die gesamten Kollegen, die Eltern, also alle, die da irgendwie mit zu tun haben, wollte ich mitnehmen. Das war schon an der Eingangstür. Ah ja, an der Eingangstür. An der Eingangstür. Ah, ja, okay. Wo dann natürlich schon die Eltern stehen blieben und sagten, huch, kein Tag ohne Linie. Was will sie uns damit sagen? Ja, genau. Okay. Und so haben wir durch alle Räume, außer der Waschräume, da klebte es nicht, haben wir Linien geklebt. Hättest du Nassklebeband nehmen können. Ja, genau. Ja. Und waren also total gespannt, was dann am Montag passieren würde, wenn die Kinder die Kita betreten und sehen überall diese Linien. Ja, ja. Okay, spannend. Okay, man sieht ja, dass ihr hier relativ schmale Flure habt. Die aber offensichtlich auch so ein bisschen gebogen sind hier vorne. Ne? Und hast das mit den Stühlen, hast du das gemacht? Oder das, also ist das schon was Kinder aufgenommen? Die Stühle standen dort, die sind da zur freien Verfügung, wo die Kinder alles Mögliche mitmachen und manchmal die Tische umräumen. Und das habe ich einfach so in die Mitte gestellt und habe gedacht, ich führe das mal drum herum, mal sehen, was passiert. Okay. Gut, und hast dann wahrscheinlich auch immer darauf geachtet, dass das möglichst unterschiedliche Linienführungen sind. Sind die so, dass man da praktisch einmal quer durchs Haus gehen könnte, immer auf den Linien bleiben? Ja, das könnte man. Allerdings, wir haben es schon manchmal so gemacht, dass es an der Wand irgendwo endete. Aber man kann eigentlich so alles durchgehend erkunden. Könnte das relativ weitgehend machen auch, okay. Okay, und hier sind jetzt schon Kinder zu sehen. Erzähl mal, was passiert ist. Da war Montagmorgen. Ja, und es waren 2 Kinder im Frühdienst erstmal, die also sofort, die Eltern waren sehr skeptisch, so was passiert hier, aber die Kinder sind sofort darauf längs marschiert, haben sich ganz wirklich amüsiert darüber, was da alles so zu sehen war und sind als erstes auf diesen Linien gelaufen. Und die nächsten Kinder, die in die Tür kamen, unten wurden schon immer gleich empfangen. Hast du das schon gesehen, was hier passiert ist? Das heißt, da war schon so ein bisschen der Teil, dass alle mit ins Boot gezogen wurden. Genau. Oder die kamen dann mit ins Boot gezogen wurden? Ja. Im Bewegungsraum haben wir die Größe einfach genutzt und ein bisschen eine Strecke gemacht, weil wir vermuteten, dass da dann auch mehr Platz ist zum Laufen da drauf. Haben auch die Kleinen gleich erkundet, die Krippenkinder. Ja, und wir haben im Haus eben eine Rampe, weil wir die Krippenkinder oben untergebracht haben. Tisch hier, und ne? Ja. Genau, also 2 Ebenen. Und das eignete sich wunderbar, dieser schmale Gang, um da die Kinder drauf längs zu führen nochmal. Ja, im Rollenspielraum gehen die Linien weiter, dann in den Bauraum. Genau. Und das ist die Krippe rechts. Ach, hier rechts ist die Krippe, okay. Und wie haben die Krippenkinder das aufgefangen? Ja, die sind da drauf längst gekrabbelt und haben also auch völlig erstaunt reagiert, was da jetzt
Neues zu sehen ist. Okay, also die haben schon wahrgenommen, auch dass da was anders ist. Ja, ja. Und haben aber gleichzeitig auch darauf reagiert. Ja. Okay, hier hast du das ja relativ kompliziert gemacht. Mhm. Haben die das in irgendeiner Form? Ja, das war eben so meine Ambition, dass im Bauraum ja auch vielleicht ein bisschen mehr darauf was gebaut werden könnte, eben auch mit ein paar Ecken und so ein bisschen konzentriert da hinten. War so der Gedanke, was eben das Material da auch hergibt. Mhm. Im Atelier haben sie sofort angefangen, diese Kisten, die ich dort habe, dass sie immer ein bisschen was auch anderes machen können und haben, also soweit sie kamen, diese tollen Bausteine gelegt und dann haben wir noch so kleine Fliesen, die sie dann auch noch draufgelegt haben, sieht man auf dem nächsten Bild noch. Genau. Haben eben versucht, das auch nicht zu berühren, drüber zu steigen, ohne dass es kaputt geht. Oh. Da sieht man die Fliesenstücke. Ah, ja. Ja, sind also durchs ganze Haus und haben alles, was wir so an Kisten mit Bausteinen haben, zusammengesucht. Dann ist alles belegt. Ja. Wow, sieht ja toll aus. Mhm. Und auf der rechten Seite haben die schon richtig angefangen, so kleine Bauwerke zu machen, oder? Ja, genau. Das ist unten im Flur zum Ausgang. Und da war dann irgendwann war das Material alle. Ah ja, und dann? Hat man noch weiter gesucht, aber... Es blieb dann erstmal so. Aha. Und dann haben sie gesagt, das soll jetzt erstmal stehen bleiben, dass alle das sehen. Ja. Und dann kam das kleine Problem, dass die Krippenkinder es nicht schafften, zum Mittagessen darüber zu steigen. Ah, ja. Also sie haben dann ziemlich viel durcheinander gebracht und es wurde wieder aufgebaut. Aber sie waren also den ganzen Tag dabei, das wieder herzustellen. Ah, ja, ja, wow. Das fand dann auch noch statt. Im Bewegungsraum hatte ein Mädchen dann die Idee, diese Linien, alle die Seile, alle zu legen. Ach, das ist ja toll. Das heißt, die hat im Prinzip diese Spirale, die ihr da geklebt hattet, in Material umgesetzt jetzt hier? Ja. Okay, gab es sowas auch im Atelier eigentlich? Haben die da angefangen, Linien zu malen? Das war in der Woche noch nicht so Thema. Da mussten die jetzt erstmal mit dieser ganzen, mit den ganzen Räumen umgehen. Aber da haben wir auch mit Linien einige Dinge gemacht. Die habe ich jetzt leider nicht da drauf. Mhm. Aber wir waren also schon eine Woche, waren sie ganz intensiv damit beschäftigt. Mhm. Und dann ebbte das ein bisschen ab, aber das Thema an sich war immer so nochmal wieder da. Und die Kinder haben auch ganz viel darüber erzählt. Mhm. Was haben sie denn erzählt? Also was sie einfach jetzt auch so draußen gesehen haben, dass sie können bei mir aus dem Atelier, können sie auf den Überweg gucken, also auf die Fahrbahn. Und dass da ja alles Linien sind, die weißen und durchbrochenen und der Zebrastreifen, dass das alles Linien sind. Also sie haben plötzlich, so wie wir in der Fortbildung, auch überall Linien gesehen. Aha. Okay. Und kannst du dich noch erinnern, war das dann irgendwie so morgens, wenn die kamen, war das schon als Thema da? Oder ja. Also es waren auch ein paar Kinder, die das wirklich so auch von den Eltern mitgenommen haben, wie intensiv die das auch wahrgenommen haben, die Eltern. Und die Kinder haben dann erzählt, dass sie auch zu Hause geguckt haben und dass sie unterwegs alles Mögliche gesehen haben. Also das war schon wirklich ein großes Thema. Mhm. Und haben Eltern was dazu gesagt? Ja, also manche sind verhalten gewesen so und haben halt abgewartet, wussten nicht genau, was jetzt damit passieren soll. Die wollten immer, dass irgendetwas jetzt noch damit passiert. Mhm. So. Und viele Eltern haben aber gesagt, Mensch, das ist ja mal was ganz anderes fürs Auge und da kommt man auf ganz andere Ideen und sieht ganz andere Dinge und wird ganz aufmerksam, wo man sonst einfach nicht hinguckt. Mhm. Okay, super. Mhm. Ja, also sie hatten auf jeden Fall das Gefühl, ihre Kinder haben auch davon ganz viel mitgenommen. Mhm. Was ich finde, was man hier nochmal sieht, im Unterschied zu den anderen, dass die angefangen haben, hier wirklich richtig in die Höhe zu gehen. Ne? Also bei dem ersten, der erste Schritt war ja eher, dass sie so die Linie nachverfolgt haben und hier sind sie dann schon in die Höhe gegangen. Auch und auch so dieser Prozess zu überlegen, was darf ich damit machen? Ja. Darf ich damit was machen? Oder... Und was ich ganz spannend fand, das hat keiner versucht, den Klebestreifen vom Boden zu reißen. Mhm. Keiner. Das heißt, es ist da so geblieben die ganze Zeit. Und ganz zum Schluss hatten wir Besuch von unseren Vorschulkindern, die jetzt schon in der Schule sind. Und die haben einen Tag lang auf dem Boden gesessen und die Linien wieder abgemacht. Die hatten fast wunde Finger, aber... Aha.
Okay. Und so haben die auch ganz viel davon mitgenommen. Ja. Ja, super. Was würdest du denn so zusammenfassend sagen, was war für dich so das Wichtigste daran oder was war für dich der Sinn? Ja, oder? Einfach mal einen ganz anderen Aspekt in die tägliche Arbeit zu bringen und das Team dadurch ein bisschen so reinzuholen in ein Thema und zu versuchen, mal ein Hausthema zu machen daraus. Und dass jeder mal guckt, er hat einen leichte Vorgabe, aber was kann man daraus aufbauen? Mhm. Also war mir ganz wichtig, so dass das Team insgesamt da auch was Gemeinsames hat. Und hat das funktioniert mit dem Team? Ja, leider nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil so ich natürlich ganz euphorisch war von dieser Fortbildung, so viel mitgebracht habe und das konnte ich nicht so gut rüberbringen vielleicht, aber ich konnte es nicht so schaffen, das ganze Team damit so einzubinden, wie ich jetzt gerade so von der Stimmung war. Das wuchs so ein bisschen. Und was dabei rausgekommen ist, dass wir jetzt im neuen Jahr mehr Hausthemen machen wollen. Mhm. Also so. Na, super. Eigentlich war es ja das, was ich wollte. Ja. Ich hatte mir ja nicht jetzt vorgestellt, sie würden jetzt alle sofort durch die Gegend laufen und überall die Linien bauen und kleben und so. Aber das war es ja eigentlich, was ich wollte. Ja, dass im Haus mal was Gemeinsames passiert und da alle irgendwie zufrieden mit sind. Ja, super. Ja, danke Susanne. Ja, und ich danke dir für die schöne Fortbildung. Ich hoffe, dieser Clip hat euch gefallen und vielleicht auch inspiriert. Entweder selber in die Richtung mal etwas auszuprobieren oder vielleicht habt ihr auch Lust bekommen, ein Seminar zu machen, was in ähnlicher Form sich mit solchen Themen beschäftigt. Wenn ihr Lust habt, findet ihr mich auf Facebook, auf Instagram und ich habe auch einen YouTube-Channel, den ihr natürlich gerne abonnieren könnt. Ansonsten gebe ich euch einen kleinen Tipp, ich verrate noch nicht allzu viel, aber wenn ihr mehr wissen wollt, geht mal auf waterkant.academy. Und lasst euch überraschen.